So, hallihallo, liebe Skyrim-Freunde, wie ihr seht, sind wir immer noch an derselben blöden Stelle wie letztes Mal. So, warten, speichern, so jetzt nochmal ich, ne, hier. Kommt mich ja gerade nicht richtig hier euch begrüßen, wie auch immer, oder euch herzlich willkommen wünschen, wie ihr es auch immer möchtet. Auf jeden Fall jetzt noch einmal ganz kurz, ich heiße euch herzlich willkommen. Neuer Skyrim-Part ist mal wieder ein Tag her, dass das letzte Mal etwas kam. Hoffe, das nimmt mir nicht allzu übel. Und dann gehen wir doch jetzt einfach mal direkt weiter und ich gehe jetzt möglichst vorsichtig lang. Jo. Dass wenn hier irgendwas ist, ich damit direkt umgehen kann, wie auch immer. Da ist noch so ein Falmer-Typ. Ihr seid so gut wie tot. Ah, Mensch, wo ist er? Komm her. Zack, gleich mal weg mit dir. Weil der Scheiß-Typ dadurch nicht mehr Schaden bekommt. Oh, die halten so elendig viel aus. Zwei Schläge, ich bin tot. Instant, ich habe gar keine Chance. Kein Problem, kein Problem. Die Motivation ist da. Das kriegen wir hin. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Das ist doch schon echt ganz schön böse. Und zack, zack. Und jetzt bist du tot. Einmal ganz schnell einsammeln. Muss ich hier jetzt halt ein bisschen geschickter vorgehen. Ah ne, er setzt ja nicht. Oder setzt das auch mal in die linke Hand? Nein. Er legt ja immer nur die rechte an, Mann. Ah, das gibt es nicht. So. Das haben wir jetzt schon mal hinbekommen. Und schnell mit Feuer rauf da. Das hätte böse enden können. Aber die haben wirklich immer... Ich habe das jetzt verstanden, warum die immer so viel Schaden machen. Die haben ja immer diese Giftfläschchen dabei. Das habe ich in den Kommentaren gelesen. Wäre ich so gar nicht drauf gekommen. Also besten Dank an die Person, die mich darauf hingewiesen hat. Sehr, sehr hilfreich. Und... So, je nachdem... werde ich denn, wenn die Viecher nochmal ankommen... auch einfach mal ohne Probleme... kackfrech... Wer ist das denn? Rat? Werde ich denn auch einfach mal diese netten... Gift-Dinger auf meine Waffen legen. Diese Fläschchen. Weil die ja wirklich ordentlich reinhauen. Ich meine, der eine hatte gerade Gift, ein 50er Gift dabei. Das ist ja schon ziemlich krass. Was ist das denn? Stahlplatten braucht kein Mensch. Zwergenhandschuhe braucht kein Mensch. So, ach und... Na, wenn ich den hier nicht mitbekomme, kriege ich schon wieder Ärger. Also, alles mitnehmen. Hier hinten ging es jetzt weiter, beziehungsweise hoch. Den Weg werde ich dann auch nochmal gleich entlang schreiten. Hier ist nichts drin. Hört ihr das? Was, Fledermäuse? Ich habe noch so eine andere richtig, richtig geile Soundmod installiert. Was die macht, ist, denke ich mal, klar. Diesmal sind es In-Game-Sounds. In allgemein, in der ganzen Welt, Höhlen, wie auch immer. Warum geht's hier denn nicht weiter? Bin ich jetzt ein bisschen perplex? Wo geht's weiter? Ist hier nichts? Gucken. Ach, das war... Ach ja! Wir waren ja gar nicht in der Höhle, wo wir rein sollten. Wir sind ja in diese Diebeshöhle gegangen. Gut, hier scheint nichts mehr zu sein. Stimmt, 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 stimmt. Ja. Dann haben uns wieder mal nur die Falmer überrascht. Jetzt komme ich hier auch langsam rein. Hab bis eben gerade irgendwie ein bisschen eigenartig dahergesprochen. Naja, so. Jetzt bin ich auch immer wieder drin. Macht doch hier alles einen relativ guten Eindruck. Ist jetzt blöd, dass ich hier schon wieder einmal tot gegangen bin. Aber diese Falmer, die nehmen, weiß ich nicht. Meinst du gern... Okay, nee, ich hab die nicht gern. Gerade aus dem Grund, weil sie so kacke sind. Aber... Ah! Ah!
Oh! Oh Gott! Oh! 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 Oh. Ja. Na, kommen wir zurück zum Punkt. Boah, ist mir schon wieder eklig. Warum? Warum sind die diesmal rausgekommen? Auf meinem Weg ist keine einzige Spinne runtergekommen. Keine einzige. Und dann gleich zwei. Und die eine kommt noch von der Seite. Ich hasse Spinnen. Ich drehe da komplett durch. Ich kann das nicht. Das geht nicht. Boah, ist mir eklig. Und nein, ich wurde mehrmals darauf angesprochen, warum ich denn einfach nicht die Spinnen durch Beere oder so ersetze. Jetzt kommen mir noch mehr. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Das schockt irgendwie nicht. Komm! Ah. Zack, zack. Der müsste doch jetzt wenigstens tot gehen. Ja, ganz ruhig, mein Freund, ganz ruhig. Ah, Mensch. Boah! Acht. Warum kommen die denn auf einmal? Was ist denn hier auf einmal los? Kommen die alle aus der Ecke gelaufen? So, Raufball, keine Chance. Ah, dadurch, dass ich jetzt so schnell andere Gegner zu Gesicht bekommen habe, ist der Effekt der Spinnen schon vergangen. So. Mensch, was wollten die denn von mir? Ich habe denen noch gar nichts getan. Kommen die auf einmal reingelaufen und wollten mir hier irgendwas antun? Ups, jetzt habe ich wieder irgendeinen Mist mitgenommen. Auch nicht meine Absicht. Hm, naja. Das scheint der Anführer zu sein. Stahlschwert der singenden Hitze. Brauchen wir leider nicht. Brauchen wir leider nicht. Stahlhelm. Nö, nö, nö. Irgendwie nicht so besonders. Das war's. Raus hier, ey. Ganz schnell raus. Boah. Mal gucken, ob man gleich hier draußen in der Außenwelt noch mehr von diesen Sounds hört, weil die sind einfach richtig geil. Ich habe mir von denen ein Video angeguckt und es ist einfach richtig episch, was die an Sounds hinzufügen. Ich glaube, das sind 150 neue Sounds von Tieren allgemein. Eine Höhle, dunkel, gefährlich. Ja. Hintergrundgeräuschen etc. 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 Also da kommt einiges zusammen. So, jetzt gehe ich hier mal weiter. Auch wenn es so Windeffekte sind oder sonst irgendetwas, es ist immer eine Bereicherung des Spiels, immer etwas, was der Atmosphäre beiträgt. Und bei so einem Spiel mit so viel Atmosphäre kann natürlich noch mehr Atmosphäre niemals schaden. Also nehme ich alles mit, was man nur mitnehmen kann. Diesmal müsste ich aber echt jetzt hier in die richtige Richtung laufen. Und ich hoffe, dass ich das halbwegs gut einschätzen kann, wann der Part vorbei ist, da mein iPod Touch sich dem Ende geneigt hat und aufgeladen werden muss. Und demnach muss ich halt, boah, das hier jetzt Pi mal Daumen abschätzen, dass ich das alles halbwegs hinbekomme. Oh, so. Ah, hier waren wir doch schon, oder nicht? Waren wir nicht schon mal? Ah, ich hab's gerade erst entdeckt, den kann ich hier nie gewesen sein. Klar. So. Komm her, Scheißvieh. Und rein da. Haben wir den Ort doch relativ schnell gefunden. Nachdem ich halt noch einen kleinen Abstauber in die andere Höhle gemacht habe. Oder nee, wir waren hier schon mal drin, ich bin gestorben. War das so? Ich weiß es nicht mehr, ich habe keine Ahnung. Es kommt davon, wenn man mal einen Tag aussetzt, da vergehen gleich wieder Erinnerungen. Das ist schon nicht ohne. Jo, neue Wassermod habe ich auch. Wie man sieht, sieht das Wasser mittlerweile auch wieder richtig geil aus. Gibt jetzt nochmal so eine überarbeitete Version, die macht ordentlich was her. Hier haben wir einen Abenteurer. Der hat leider zu Ende geabenteuert. Was, ja, soll man dagegen machen? Ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen. Und da haben wir gerade schon wieder ein neues Tiergeräusch gehört. Schon wieder. Und sowas trägt einfach immer der Atmosphäre bei. Vor allem hatte ich ja erst noch vor kurzem die andere Soundmod. Macht euch bereit für den Kampf. Was ist hier? Hier sind schon wieder Spinnen. Ich dreh durch.
Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Ich will keine Spinnen. Ich will es einfach nicht. Hier ist so eine Leiche. Oh, ist das auch noch so richtig eklige Gänge. Was ist das? Das ist ein Spinnenbeutel. Oh, nur das Wort. Oh, wird mir schon wieder richtig eklig. Schnell raus hier. Da oben sitzen schon welche. Oh, kommt die schnell runter. Oh, die klappt sich auch noch so richtig eklig auf. Oh, das muss nicht sein. Da oben ist noch eine. Ah, so. Und weggucken. So geht's halbwegs. Weil wie gesagt, ich verstehe mich mit vielen Leuten, ich habe nichts gegen Tiere, aber Spinnen sind einfach für mich das Nonplusultra und aller ekligste, was es überhaupt gibt. Da ist noch eine. Oh, allein schon diese Geräusche, die ganzen Beine, das ist einfach nur richtig widerlich. Ah, naja, was soll man gegen machen? Das gehört zum Spiel dazu. Ich bin ein Mann, ich bin knallhart und ich setze mich damit auseinander. Ja. Auch wenn es mir danach einfach immer wirklich richtig, richtig dreckig geht. Immer wenn ich jetzt Spinnennetzen sehe, ich werde jetzt immer als erstes nach oben gucken. Nach oben, zur Seite, links, rechts, alles. So, weg mit dir. Ich warte irgendwann mal darauf, dass immer mal so eine Bossspinne kommt und die kommt so um die Ecke gekrabbelt. Dann weiß ich auch nicht, dann laufe ich aus dem Zimmer oder sowas. Jetzt höre ich auch noch Schreie. Das muss nicht sein, Leute, das muss nicht sein. Hier müsste noch eine irgendwo sein. Ach, ein Falmer. Wird aber normaler. Ah, einmal hier. Ist aber auch schon wieder eine relativ große Höhle. Mit vielen Gängen, wo man scheinbar viel entdecken kann. Ich bin jetzt natürlich schon wieder in die falsche Richtung gegangen. Mache ich ja immer relativ gerne. Dann gehe ich jetzt erstmal in die richtige Richtung. Oder hier nochmal kurz rein. Was ist hier? Ist hier überhaupt irgendetwas? Okay. Wie hier ist jetzt... Nee, hier sind keine Spinnenweben, gar nichts. Eine Truhe, Lehrling. Wer sollte machbar sein? Sehr schön. Beschlagene Rüstung. Nein. Das war's? Das war's hier doch jetzt nicht, oder? Eine Lehrlingsrüstung. Ja doch, scheinbar. Na gut, dann ist es so. Warum? Nee, gar nicht wahr. Hier gehe ich jetzt mal lang. Nee, hier bin ich hergekommen. Oder? Nee. Hier bin ich hergekommen. Ja. Denke ich beim anderen nochmal raus. Das interessiert mich gerade einfach zu sehr. Tut mir leid. Aber egal, die Zeit muss sein. Wie gesagt, ich werde wieder... Oh, fuck, das kommt in die Ecke. Warum? Warum müssen mich immer alle so erschrecken? Hier, war ich hier nicht schon? Okay. Hier geht es irgendwie auch weiter. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Gehe ich hier mal kurz weiter. Ah ne, hier waren die Falmer. Alles klar. Ja, komm. Ich müsste es zwar auch sparen können, aber egal, was soll's. So. Gold. Ja, gut, hier kommt oder scheint wieder ein Falmerlager zu sein. Inklusive Spinnen, Mensch. Die können es mir auch nie recht machen. Mann, oh Mann, oh Mann. So. Hier oben geht's nicht weiter. Hier hinten aber. Auch nicht noch diese Viecher. Die mag ich ja auch nicht so gerne. Diese Chaurus, ja, Chaurus heißen die.
So. One-Hit, kein Problem, kein Problem. Einfach mal eben ausgeschaltet. Was ist hier jetzt noch? Ach, da oben ist einer drauf. Gut, schön ausgewichen. Nicht schön ausgewichen. Und auch diesen haben wir jetzt ins Jenseits geschickt, befördert, wie auch immer. Oh, es gibt es nicht, ey. So. Warum fängt die jetzt so eine Dudelmusik an? Habe ich hier nicht gerade eben erst den Gegner aus? Boah. Was ist denn mit dir los? Oh, Farkas, das war mal eine richtig gute Aktion. Dafür habe ich dich jetzt leider auch aus Versehen einmal geschlagen. Tut mir leid. Kommt hier noch so ein Schaurus-Typ an, das hört man schon. Es sind auch noch 10.000 andere Geräusche. Das muss doch alles immer nicht sein. Ah, was ist hier nur los? Ach, die halten die. Das ist natürlich auch was. Wusste ich gar nicht. Komm, nehme ich dich kurz so auseinander. Und hopp. Jetzt wurde ich auch noch vergiftet. Mensch, was soll denn das? Oh, ein Gefangener. Werden ja auch noch dem Fraß vorgeworfen. Also Mensch, die Falmer und die Schaurus-Viecher, die sind echt nicht von guten Eltern. Da sollte man denen nicht unbedingt in die Hände geraten. Zack, One-Hit. Gar kein Problem. Schön mit der Killcam ins Gesicht. Hier befindet sich nichts mehr. Ach gut, so kommt man also auch zum Punkt. Dann ist es also vollkommen in Ordnung, dass ich jetzt lang gegangen bin. Jetzt wurde mir noch bei Origin geschrieben. Verstärkung zweihändig, Rubin, makellos. Erste Sahne. Ah, wusste ich doch, dass hier noch einer drin ist. Das war doch einfach zu verlockend. Zu verlockend. Oh, kommt doch von hinten, ey. Was ein Scheißvieh. Oh, sehr schön. Mensch, für wen hält der sich denn auch? Kommt hier einfach von hinten an, denkt, er kann hier Farkalilan auseinandersetzen. Und hier habe ich gerade probiert, weil ich immer zu viel Minecraft spiele, einen doppelten Sprung zu machen. Aber ist natürlich Quatsch. Jetzt kommt hier einer mit einer magischen Waffe. Verzaubert sich ja einmal komplett. Er ist ein Falmer Schattenmeister. Mensch, 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 Mensch. Was es so alles gibt. Ist meine Waffe eigentlich noch verzaubert? Ja. Und hopp. Das war's. Was macht das? Verursacht 10 Sekunden lang ein Giftschaden pro Sekunde. Ja, na okay, dann kann man sich wieder denken, 10 Schaden machen oder nicht machen. Aber in 10 Sekunden habe ich ja im Groben und Ganzen die meisten Gegner eh schon auseinandergepflückt. Von daher ist es so eigentlich relativ in Ordnung. Außer die eine Giftdose, sage ich mal, Fläschchen, was ich gerade gefunden habe mit 50 Gift. Das ist ja schon wieder viel, viel krasser. Hier scheint kein Gegner zu sein. Hier ist das Buch drin. Zauberbuch Heilung? Nein. Charlidors, Erkenntnisse. Besser geht's doch gar nicht. Smaragd, Diamant, Ebenerz-Streitsachs. Ja, ist natürlich wieder nichts für mich, weil Zweihändigkeit. So. Ja, sind zwei unbekannte Sachen für mich. Großer Sack. Ja, ist nichts Besonderes. Schlösser knacken. Auf 85 mittlerweile. Oh, wird wohl das erste sein, was wir auf 100 kriegen. Im Groben und Ganzen dürfte jetzt nichts mehr. Nichts mehr sein. So, wo komme ich raus? Hier. Sehr schön. Das finde ich auch immer gut, dass sie dann immer noch Gänge einbauen, dass man direkt zurück zum Eingang kommt. Dass man nicht immer noch drumherum laufen muss, nochmal den ganzen Weg zurücklaufen muss. Ich meine, klar, manchmal gibt es Höhlen, wo das der Fall ist. Ich habe, glaube ich, auch schon 10.000 Mal irgendwelche Eingänge übersehen. Aber was... Was soll's. Weiter geht's. Einmal zurück zur Magiergilde. Und dann werde ich den Auftrag kurz abgeben.
Was dann passiert, werden wir ja dann sehen. Oh, Feinde in der Nähe. Wo ist hier jetzt irgendjemand? Hallo. Och, Farkas. Komm, langsam wird's auch für dich ein bisschen... bisschen neurotisch. Nein, fall mal. Und einfach raufhauen, was das Zeug hält. Oh. Und immer... Ah. Ah. Ich glaube, ich habe gerade was herausgefunden. Aber bin ich mir nicht so sicher. Ist mir gerade auch nicht so wichtig. Was ist mit der Kiste los? Zwei verschiedene Texturen. Witzig. Naja, so, jetzt aber, komm. Ich will nur kurz zurück zur Magiergilde. Danach werde ich den Part beenden. Es sind auch noch Feinde in der Nähe. Das Blöde ist, ich weiß nicht wo, weil mir keine angezeigt werden. Komm, nehmen wir hier mal den Berserker. Beziehungsweise Dämmerbrecher oder wie das Ding auch immer heißt. War doch, glaube ich, Dämmerbrecher, oder? Ja, müsste. Das Geile ist, dass das Schwert halt noch so ein bisschen Licht macht. Das finde ich relativ fett. Aber sonst im Großen und Ganzen, groben und Ganzen, wie auch immer, müsste es auch schon ordentlich abgehen. Ich meine, es müsste schneller als mein Streikholm schlagen. Tut es natürlich auch. Alles andere wäre ja irgendwo ein bisschen Quatsch. Aber mal gucken. Vielleicht gefällt es mir. Und ich werde es häufiger benutzen als den Streikholm von Marlock Ball. Auf jeden Fall will ich jetzt nicht kämpfen oder hier jetzt gerade irgendwas erkunden. Ich will gerade einfach nur kurz die Quest abgeben. Jetzt geht's. Sehr schön. Kein Gegner in der Nähe. Laut dem Spiel. Gehen wir die kurz ab, beenden diesen Part, haben damit wieder das nächste Buch gefunden. Vielleicht müssen wir gleich noch eins für ihn suchen, vielleicht auch nicht. Also ich bin gespannt. Die Höhlen sind immer wieder neue Sachen, die man erkundet. Nebenbei erledigt man auch noch eine Quest. Ich denke mal, damit macht man nichts falsch. Also hoffentlich. Hoffentlich, hoffentlich. Und vielleicht kommt man dann nochmal weiter voran in der Magiergilde und die geben einem dann nochmal irgendwas Schönes. Das wäre natürlich auch relativ geil. Aber das wird sich natürlich zeigen. So. Heute läuft das Spiel relativ stabil. Nicht schlecht. Bislang kein Lag, kein Schlieren, gar nichts. Da kann ich mich nicht beklagen. Ach, hier. Oh, ist wieder in den Gemächern des Erzmagiers. Also eigentlich in unserem Schlafzimmer. Der kleine Schlawiner. So, jetzt muss man wieder ganz auf der anderen Seite runtergehen. Ach, Mensch. Zum Arkaneum. Warum ist das auch alles nur so verwinkelt? Naja. Oh, jetzt hat's geleckt. Nicht gut. Immer wenn man davon spricht, passiert das Gegenteil. Komm her. Hey! Hey! Ich bin kein Mann. Ach. Erzmagier hin oder her. Bei meinen Regeln gibt es keine Ausnahmen. Ich hab noch mehr von Salidors Werk gefunden. Ausgezeichnet. Ja. Ich beginne mit der Übersetzung. Es sollte nicht länger als ein oder zwei Tage dauern. Ja, du hast es ja auch scheinbar drauf. So, entfernt, habe ich irgendwas bekommen? Nö. Seid ihr mit der Übersetzung von Salidors Werk vorangekommen? Ich habe gerade erst damit begonnen. So schnell geht das nicht. Dann... Bis zum nächsten Mal. Werde ich jetzt was... Ja, also ich werde den Part hier beenden. Und zwar, indem ich hier 24 Stunden kurz warte. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn diese Zeit vorüber ist. Und vielleicht hat er dann schon das Buch übersetzt und mal sehen, was dann auf uns zukommt. Bis zum nächsten Mal.